aus Frankreich kommt er, Monsieur Marc Bata. Ganz erfahrener Mann, der sich hier sicherlich nichts vormachen lässt. Mit dem Eckstoß. Das erste Mal wieder von Anfang an. Und das ist der Keeper, der Italiener Pierluigi. Der gefällt mir sehr gut in der Anfangsphase. Ist derjenige, der die werden sich darauf verlegen zu kontern. Ist die Situation, vor der sie so viel Angst haben, vor der Gianluca Vialli gewarnt hat. Gennardi, der diese Kontermöglichkeit letztendlich vergibt. Le Saut mit der Flanke und da kommt immer einer, nämlich der da vorne, mit aus der Abwehr für Kopfballsituationen. Wie gemacht, Dennis Wise. Und das ist die Chance für Vialli. Brivio mit einer ganz tollen Reflextat. Auch noch gut gesehen das Ganze. Zola. Und da schießen sie. Hier Luigi Brivio. Flügelwechsel. Steve Clark. Sicher, was da hinten sich abspielt. Abgefälscht. Und ich habe gedacht, er steht im Abseits. Jody Morris. Das war der Schuss. Und Poyet, der den Ball ablenkt. Rangers. Der Freistoßmann ist Ambrosetti. War abgefälscht der Ball. Deswegen diese Probleme für den Holländer. Glasgow Rangers, werden Sie fragen, ist das nicht auch Italiener Gianluca Vialli. Und da war er wieder, Michael Dewberry mit dem Kopf. Luiso gestoppt. Wenn einer hier vorgibt, wie man hier auf dem Feld steht. Das ist natürlich eine Geschichte, die sich dann... Da muss Brivio raus. Und das hat ihm gar nicht gepasst, dass da der Junge den Ärger dieser beiden auf sich gezogen hat. De Rui wieder irritiert. Der Ball flatterte im letzten Augenblick zur Seite, weil er... Sauli. Luiso! Und das geht nicht gut, das geht sogar sehr gut. Das ist ja unglaublich. Pasquale Luiso, der erfolgreichste Stürmer von Vicenza Calcio. 7 Tore in der Serie A, 7 Tore bisher auch im Europapokal. Und jetzt das 8. im 8. Spiel. Das nenne ich einen erfolgreichen Stürmer. Die Abwehr völlig desorientiert. Sowas habe ich lange nicht mehr gesehen. Vialli. Und der macht einen sicheren Eindruck heute Abend, Brivio. Da kann der Schussmöglichkeit. Zola. Und das Tor. Da ist das Tor durch Gustavo Poyet, den 29-jährigen Mann aus Uruguay, nach seiner halbjährigen Verletzungspause, aber auf den Punkt wieder fit. Seine allererste Szene hier, mit der er auf sich aufmerksam macht, die zu kurze Abwehr von Brivio. Ganz dummes Foul. Handspiel. Will das Publikum gesehen haben. Und Eckstoß. Kurz gespielt. Und da hat natürlich... Irgendwas
Klasse gemacht, aber die Fahne war oben. Die Fahne war oben, das Tor zählt nicht. Wieder Zauli, der Torschütze aus dem Hinspiel. Das ging ja gerade noch mal gut. Sollen wir nicht zu früh sagen, sowas. Di Carlo setzt nach. Hatten geduldig auf Sicherheit spielen. Viali hat wieder nicht gereicht. Sie müssen ein... Kein Abseits. Luiso steht nicht im Abseits und der geht nicht rein, weil Lübeff im letzten Augenblick das Allerschlimmste noch verhindert hat. Das war jetzt schon der dritte. Ein Abseitstor haben sie ihm weggenommen, eins hat er erzielt. Viali, welche Impulse konnte er als Trainer seiner Mannschaft in der Pause geben? Einiges klar gemacht worden vom Präsidium, von Ken Bates. Das ist die Chance, das ist das Tor. Welch eine Flanke von Gianluca Viali und welch ein Treffer von seinem italienischen Freund Gianfranco Zola. Und jetzt wird es unglaublich spannend hier in Stamford Bridge. Nur noch ein Tor brauchen sie. Viviani ist am Ball vorbeigegrätscht. Viali hat viel Zeit und... Zauli. Und schon wieder einer. Fast frei. Wieder Weiss. Bleiben Sie ganz ruhig, bleiben Sie ganz ruhig. Denn dieser Mann hier, dieser Mann hatte längst vorher alles genau gesehen. Jacques Coudevigne, der Kollege von Marc Bata, da unten an der Linie. Lesson, mit Glück wurde das Ding noch zur Vorlage. Und jetzt ist hier fast jeder Angriff ein Aufreger. Zauli. Und da ist wieder so ein Konter. Skenardi kommt nicht ganz. Und Newbury etwas sorglos gegen Luisi und das gibt Freistoß. Freistoß von Zauli. Der scharf getreten. Und den haben sie wieder unterschätzt. Die Engländer. Gustavo Mendes. Der hätte ja fast sowas wie einen Lauf gehabt nach dem Tor beim letzten Punktspiel in Florenz. Jetzt mit diesem Kopfball seiner Vereinsgeschichte und hat gute Chancen. Denn verwundbar ist diese Abwehr. Gut gespielt und richtig heftig gelegt von Stovini. Die Möglichkeit Brivio und er hat was abbekommen. Boyet sagt, ich habe es mit Auge gemacht, ich musste doch hingehen. Und beide stehen wieder. Gelegte Ball auf den Mann aus Uruguay. Der hat's mit dem Lattenstrafe. Keine Mauer. So, das war ein klassischer Stürmerfoul von Matthews. Und Luiso. Er ist drin. Und wer hat dieses Tor geschossen? Es ist Mark Hughes. Vier Minuten auf dem Rasen. Welch eine brillante Einwechslung. Auf welche Kappe geht das jetzt? Auf die Kappe. Oh. Dieses geschickte Zweikampfverhalten gegen die. So, da war er auf Draht und auch Matthews. Und vorher müssen sie jetzt überstehen. Stovini. Hughes. Ein ganz gefährlicher Mann. Kriegt jetzt auch immer auf den hinteren Posten. Vielleicht jetzt nochmal Chelsea. Lisso.
gar nicht so gut kann. Ein Spiel kontrolliert gestalten. Und jetzt gibt es nochmal ganz viel böses Blut. Und das bedeutet Bialy. Der Eingewechselte, der Franzose, Chauvet. Gute Schlussphase. Und jetzt ist es vorbei. Ein fantastisches Kampfspiel geht zu Ende. Der FC Chelsea London ist im Endspiel des Europapokals der Pokalsieger. Und liebe Fußballfreunde.